zu meinem ersten Video, Vlog 1. Also ich bin hier gerade auf meinem Home Trail unterwegs und filme jetzt einfach mal ein bisschen und ja, und ihr könnt mir dabei zuschauen oder hoffe, ihr habt Spaß dabei, mir zuzuschauen. Und ja, also ich habe hier meine neue Magura Bremse MT5, also um die soll es eigentlich gehen in dem Video, als kleines Review. Und ja, auf jeden Fall günstiger Einstieg in die Leistungsklasse der Bremsen, habe ich bis jetzt festgestellt. Also die ankern ganz gut, die sind jetzt eingebremst und heute werden die nochmal aufs Nonplusultra getestet hier auf meinem Armtrail. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. So, fahren wir mal hier rein. Hier sind wir schon ein bisschen verhasst. Ist halt schade, weil ja, die Leute hier mögen uns einfach nicht so anscheinend. Wow, das war schon mal heftiger Einschlag. Und hier, ja gut, ich bin den Trail jetzt auch den ganzen Schnitt gefahren, aber der ist sehr, sehr geil und macht eine Menge Spaß, muss ich sagen. Und man muss halt einfach laufen lassen, ansonsten hat man schlechte Karten. So, jetzt kommt schon das Roadkill. Wichtiger Fun-Faktor, hier hochzuziehen. So, und dann hier das Roadkill und in die Kurve reinfeuern, Alter. Das ist auch immer geil und macht einen heiden Spaß. Ja, und hier ist auch schon gleich Ende. Hier nochmal kurz. Yo, das war jetzt auch brenzlig. Also es war alles kontrolliert, hallo? jo, die Kurve war gefavored. Yo, servus Leute, willkommen zurück auf dem Hometrail. Bremsen sind fertig, Bremsen sind eingebremst, top entlüftet jetzt, ich bin echt zufrieden. Und jo, von der Leistung bisher bin ich auch jetzt mega zufrieden. Also die gehen sofort zu und haben echt eine geile Bremsleistung, muss ich sagen. Und ja, gucken, wie die sich im Dauertest so schlagen. Ist halt so, im Gegensatz zur MT7 ist alles ein bisschen komplizierter und nicht ganz so wertig, finde ich. Also ich habe jetzt meine MT7 auch schon in der Hand gehabt und mir die mal angeguckt. Und man hat halt den Vorteil, dass man nicht mit einer Imbusschraube den Druckpunkt verstellt, sondern also der Punkt, wann die Bremse, also wie weit die Bremse vom Lenker ist, ja, die Bremse, der Hebel, sondern kann das einfach mit einem Einstellrädchen machen. Das ist halt ganz geil, finde ich. Will ich jetzt einfach mal eine Runde fahren und ihr könnt mir dabei zusehen. ja, auf geht's. Jo Leute, ich mache jetzt erstmal eine Abfahrt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jo, willkommen zurück Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ja, das kurze Review zur MT5, das ist mein erstes Video allgemein, flottmäßig, und ja, ich hoffe euch hat es gefallen soweit und habt Bock auf meine nächsten Videos,
genauso viel Bock wie ich auf meine nächsten Videos. Also ich habe Bock zu filmen, Vlogs zu machen, Werkstattvideos, Technikvideos vor allem. Und Fahrtechnik kann ich auch machen und halt meine Spots werde ich euch alle präsentieren. Und ja, dann viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.